Hey, du. Na? Läuft wohl nicht so gut bei euch. Uns läuft gar nichts, Kim. Ach so. Dann habe ich mir nur eingebildet, dass er ein romantisches Essen für dich gekocht hat. Und dass du mich extra hinbestellt hast, damit ich es auch ja mitkriege. Ich kann verstehen, dass du sauer bist, ja. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, dass Emilio dieses Essen für mich vorbereitet hat. Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht mehr mit Emilio zusammen. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Aber dass du mich dabei anlügst, das kotzt mich an. Schön. Das nächste Mal sage ich dir direkt, wenn ich auf den Typen stehe, den du sowieso längst abgeschossen hast. Du hast eh keine Chance. Weißt du, das hat wohl was mit Klasse zu tun. Dann macht es dir also nichts mehr aus, wenn ich jetzt das mit Emilio anfange? Dann läuft wirklich noch nichts bei euch? Tja, dann wird es auch nichts mehr. Wenn er dich bis jetzt noch nicht angerührt hat, dann will er dich einfach nicht. Er macht ein romantisches Dinner für mich, ist für mich da, als Kim stinksauer ist. Und dann plötzlich ist alles wieder vorbei, nichts mehr. Aber er ignoriert mich jetzt absichtlich. Naja, vielleicht hält er sich wegen Kim zurück. Die beiden sagen seit Wochen, dass sie nichts mehr voneinander wollen. Was nicht automatisch stimmen muss. Und was denkst du? Keine Ahnung. Die haben immer schon gestritten, aber so heftig wie jetzt war es noch nie. Du machst dir echt Hoffnung, was? Ja, deiner Frau wäre die Sache klar. Sie verhält sich komisch, geht auf ihn zu und dann zieht sich wieder zurück, macht merkwürdige Sachen. Ja, dann wird sagen, sie ist verliebt. Ihr Frauen habt echt an einer Klatsche. Ey, wenn ihr so einfach seid, dann erklär du mir doch mal, was Emilio von mir will. Also gehen wir davon aus, Emilio will wirklich was von dir. Würdest du dich darauf einlassen oder dich wieder wegen Kim zurückziehen? Naja, eigentlich bin ich bei Freundinnen immer total loyal, musst du mir glauben. Jetzt hat Kim mir die Freundschaft gekündigt und... Ja, ich würde es probieren. Dann weiß ich wenigstens, wo ich bei ihm dran bin, wenn er mich abblitzen lässt. Ist doch ein Wort. Ja, und Möglichkeiten, sich über den Weg zu laufen, gibt's genug. Entspann dich, es war nicht mit Absicht, okay? Geht's noch? Tut mir leid. Tut's weh? Ja. Aber Hauptsache, dir geht's jetzt besser. Du siehst aus, als hättest du eine Stinkwut. Ärger? Könnte besser laufen, ja. Wenn du magst, ich hab gleich Pause, dann könnten wir quatschen. Lass mal stecken, alles gut. Was ist denn hier passiert? Sorry, das ist mir runtergefallen. Ja, und jetzt? Wartest du drauf, dass ich's festtritt, oder was? Räum das gefälligst weg. Mann, hat ja heute jeder eine Scheißlaune. Vielleicht ist heute ein Scheißtag, hm? Könntest du mal? Oh, sorry. So, ich lass dich mal alleine. Ich hab noch was zu tun, ja? Klar, ich schaff das auch alleine. Ich weiß. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dankeschön. So eine blöde Kuh. Der Typ rennt mich über den Haufen und ich mache noch den Dreck weg. Alleine. Wie kann er nur so dämlich sein? Kaum guckt er mich mit seinen scheiß Kulleraugen an, hackt bei mir irgendwas im Kopf aus. Und erst wenn er wieder weg ist, checke ich, wie dämlich ich mich eigentlich gerade verhalten habe. Emilio ist in letzter Zeit schräg drauf. Heute ganz besonders. Danke. Alter, du Penner, mach die Augen auf! Fick dich ab, okay? Willst du mich abregen? Ich habe mich noch nicht mal aufgeregt. Ey, hast du gesehen, wie er gegrinst hat? Ekelhaft. Was ist denn los mit dir? Ich sagte, ich bin genau in der richtigen Stimmung, um so einen Penner als auf die Fresse zu hauen. Ja, und dann zeigt er dich wegen Körperverletzung an, dann war's das mit der Sicherheitslizenz. Such dir lieber ein Date, das entspannt. Oder hast du es nicht mehr nötig? Was? Lara? Ich meine, neulich hast du dich so ins Zeugs gelegt. So ein romantisches Dinner und so. Keine Ahnung, was du da quatscht. Ich bin fertig. Wir können zu Bella ins Krankenhaus. Ruf dir mich an, wenn es was Neues gibt? Ja, klar. Wann hast du das letzte Mal was Richtiges gegessen, hm? Keine Ahnung. Ich krieg eh nichts runter. Hab warten. Wie lange braucht ihr ungefähr?
Ich muss mich ablenken und ihr habt Hunger. Ich koche uns was Schönes und davon haben wir alle was, hm? Okay. Komm her. Und gib Bella einen Kuss von mir, ja? Mach ich. Bis später. Ciao. Doch, von der Party. Doch, ganz bestimmt. Versuch dich zu erinnern. Nee, sorry. Nee? Wirklich nicht. Ich muss los. Hey. Komm, keine Zeit, los! Los! Hey! Hey! Halt stehen! Hi, willst du nicht schnell austrinken? Ich will dir neues spendieren. Alter. Stimmt so. Was halt die Fresse. Trauerspiel. Das ist die Fresse halten, habe ich geschrieben. Schliebowitz, bitte. Danke. Gut, dass ihr da seid. Das Essen ist gerade fertig. Ja. Riecht gut. Ist das? Hi. Hi. Ich habe gekocht. Das ist nicht zu übersehen. Ja, ich musste mich ablenken. Vielleicht, weil ich ein bisschen zu viel auf dem Boden rumgekrochen bin. Ach, die Papiernummer, ne? Bist du noch sauer? Es tut mir wirklich leid. Und wie? Aber ich weiß, wie du es wieder gut machen kannst. Wie ist mit mir? Dann war es wenigstens nicht umsonst. Naja, also eigentlich. Warte, ich zeig dir es erstmal. Das finde ich auch. Und wie sieht's aus? Hm? Also ich finde, dass ich gerade ziemlich Hunger bekomme. Na, dann hol die Teller und zieh dich aus. Okay, ganz. Kim ist übrigens immer noch sauer wegen dem romantischen Dinner, das du für mich gekocht hast, bei dem sie reingeplatzt ist. Ja, das war eine schräge Situation. Wieso hast du das eigentlich für mich gemacht? Ich wollte dir nur was Gutes tun, weil du immer für mich da warst. Ich weiß, die Frage kommt jetzt ein bisschen spät, aber hat es dir gefallen? Auch wenn wir unterbrochen worden sind? Wir holen das ja jetzt nach. Wie gut, dass ich heute meinen Kochflash hatte. Ja, das finde ich auch. Was ist? Ich weiß nicht. Irgendwas ist anders. Was? Ich weiß es nicht. Aha. Was ist noch? Wow. Ja, das höre ich häufiger. Es gibt übrigens noch Pudding. Was? Mein Spezial. Schoko-Orange. Der ist echt lecker. Finde ich auch.
Komm, gibst du, in Griechenland hast du doch mit dem Pudding reihenweise die Jungs rumgekriegt, oder? Zu Hunderten. Jetzt sag mal, Hand aufs Herz, wie viele waren's? Hm? Den Pudding gibt's immer erst für den richtigen. Mensch, dann habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich hier vorbeigekommen bin. Vielleicht habe ich ja geahnt, dass du noch vorbeikommst. Klar, ich wohne hier. Eben. Wir wollten doch das romantische Abendessen nachholen, oder? Das haben wir doch gerade. Das Beste fehlt noch. War wunderschön. Ja. Wäre sonst echt ein Scheißtag geworden. Ja, schön, dass ich das ändern konnte. Willst du schon los? Ja, ich habe noch was zu tun. Aber sehen wir uns später. Wie gesagt. Ich wohne hier. Dann können wir auch besprechen, wie wir weitermachen. Ja, wie wir es Kim sagen zum Beispiel. Was? Dass wir Sex hatten? Naja, ich weiß, dass ihr euch scheiden lasst, aber ich finde es trotzdem fairer, wenn wir direkt sagen, dass wir jetzt zusammen sind. Moment mal, Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Wir waren nur zusammen in der Kiste. Wir hatten nur ein bisschen Spaß. Nur ein bisschen Spaß?